Hallo und willkommen zu einer neuen aufregenden Folge und einem neuen aufregenden DLC, so hoffe ich, von Control mit der, verdammt, nicht sehr hochfliegenden Jessie Faden. Wir können nämlich jetzt oder müssen zur Geschäftsleitung. Along with Salvador and Tomasi. Marshall's missing. Darling is somewhere. Ja, mal schauen. Wir können ja ein neues Team zusammenstellen, auf jeden Fall. Wir besuchen nochmal unseren Bruder. Ich weiß nicht, ob wir da was sagen können. Bruder, Dylan. Ja, letztes Mal haben wir den AWE-DLC beendet. Jetzt habe ich mir meinen goldenen Glücksanzug angezogen, weil ich mag den tatsächlich auch relativ. Ich finde den ganz schick. Vor allem bringt er uns Glück, denke ich mal. Und ja, deswegen habe ich den an. Jetzt müssen wir zur Hotline-Kabine. Denn dort geht es dann weiter mit dem nächsten DLC. So, da geht's lang. Der Rat möchte was von uns. Wir checken mal aus, was der von uns möchte. Wir haben tolle neuen Upgrades bekommen. Even if it was a dream, I feel Darling reached out to me through the hotline. I have a feeling he and Trench won't be the only callers from the beyond. Okay, mal schauen, wer uns noch so anruft. Und wo ist eigentlich Marshall? Again, oder was? Problem in the foundation. That was Ati's vacation spot. We need to check this out. Ja, man hat hier halt nie seine Ruhe, ne? Jetzt müssen wir wieder runter in den gesperrten Bereich. Ja, da würde ich mal sagen, Schnellreise ist das Beste, was wir hier machen können. Keine Zeit zu verlieren. Wer gekommen? Von da. Treppe runter. Oh. Die habe ich noch gar nicht nach oben geguckt. Okay. So ein Postrohrsystem stelle ich mir auch mega kompliziert vor. Das musst du ja richtig wissen, wo du das hinbaust. So nachträglich weiß ich nicht, ob man das machen kann. Kann man wahrscheinlich schon, aber das ist dann ziemlicher Umbaustress, sage ich mal. So, dann stürzen wir uns hier runter. Aua. So. Wo müssen wir jetzt hin? In den Wartungsbereich. Okay. Das kriegen wir hin. Da sind wir. Wartung. Und zwar in den gesperrten Bereich. Wir können direkt eigentlich dahin, aber wir sollen eine Tür dort finden. Dann gehen wir doch direkt mal in das Fundament. Sparen wir uns den ganzen Weg. Bin mal gespannt, was da jetzt passiert. Dark. Quiet. Transdimensional. This place really suits Ati. Tja, und damit sind wir jetzt hier unten und die einzige. So that etching is the door. Ja, das ist auch das. Okay. Let's try opening it. Das ist auch das Einzige, was es hier gibt tatsächlich. Wir waren ja schon mal hier. Und was anderes habe ich auch hier nie gesehen. Außer diese Baumtür. Ich bin mal gespannt, was wir da finden. Zack, und wir sind schon wieder weg. Kommen wir jetzt wieder in einen neuen Bereich? Ich quatsch mal hier über die Ladezeit. Sonst schneide ich die mal raus, aber da wir jetzt gerade schon eine Ladezeit haben und jetzt hier gerade hingekommen sind, schaue ich mal, was wir jetzt noch hier gleich sehen werden. Ich hoffe, mal schauen. Ich denke mal, wir kommen in einen neuen Bereich rein. Aber was wird es sein? Dunkelheit. Oh, Fundament. No time for sightseeing. The board said this was an emergency. Haben wir eine Karte? Wir haben eine Karte. Ich find's immer doof, dass wir die Karte nicht bewegen können. Es ist... ja, verwinkelt, sag ich mal. Ist das der rote Sand? Aus dem Hadron? Bereich. Ich wünschte mir gerade mehr Licht. Hier ist es immer so massiv dunkel. Was ist hier das Problem? Haben wir es hier auch mit der Dunkelheit zu tun? Oder mit der Finsternis oder so?
krass, wir können die... Diese spitzen Dinger nehmen. Looks like no one's been down here in a while. Krass. Oh, da bin ich schon mal gespannt darauf, was hier passiert. Oh, Licht. Was seid ihr denn für Steinmenschen? Was zum Teufel ist das? Ich meine, das älteste Haus formt sich ja selbst. Hat das was mit dem Fundament zu tun? Crystals are kind of pretty. Emily would be having a field day down here. Forschungsstation Gamma. Scheint doch die letzte von denen zu sein. Mal hören, was hier so gesprochen wird. My life's been a strange one. Certainly stranger than I'd like. But this place, it's something else. The floors crawl, the walls slither, it's a shifting pit. On the street, it's just another drab building standing there for anyone to see. But no one does. How do we miss it? Northmore. Acting director in Northmore now is on a train from Washington. He'll expect answers, which is why I'm making these tapes. They're evidence that I'm at least trying to understand. Father searched his entire life for something like this, and we find it 1 week after he's buried. He always hated irony. Of course, Father, the great director, Ash, would have been the first man in. And look at me, his bookworm son, the supposed head of research who can't stop his legs from shaking long enough to step over the threshold. Okay, da haben wir jetzt was erfahren. Das scheint wirklich alt zu sein. Ich meine, als noch Northmore quasi der Director war. Ah, eine Schreibmaschine. Okay, gut. Ich denke jetzt zwar gleich an Wake, aber muss ja nicht heißen. Was? Warum? Blödes Ding. Lässt uns das nicht nehmen. Kaputt können wir es auch nicht machen und hier irgendwo hinfliegen. Gibt's hier nichts, ne? Nee, ich glaube nicht. Wenn die Höhle uns das nicht machen lässt, dann lässt sie uns das nicht machen. Hey, ich sehe hier gerade Höhlenzeichnungen. Interessant. Wir haben hier menschliche Hände. Ich denke schon. Ziemlich große. Krass, wo sind wir hier? Wie war das hier? Wir können uns ducken, aber wir kommen da nicht rein. Zugang versperrt. Ja, okay. Wahrscheinlich, weil es der Anfang ist, sind wir noch ziemlich zielgerichtet unterwegs. The foundation. Bottom of the oldest house. Stop the hiss. Marshall? How was she on the hotline? Uh-oh. Unless she's dead. Jesus. She seemed like the kind of woman who could survive anything. Tja, damit hätte sich wahrscheinlich die Frage erstmal erledigt, wo ist eigentlich Marshall? Ich glaube, wir wissen, wo Marshall jetzt ist. Aber um es genau herauszufinden, hören wir uns das jetzt nochmal hier schnell an. Tja, die arme Frau. I only heard of the foundation when I became head of operations. The very bottom of the oldest house. Director access only. Just the name alone is classified. Zachariah gave me a tour the day I was promoted. Said I should see it for myself, to understand. After that, I snuck down on my own from time to time to keep tabs on the place, and on them. But nothing ever changed down there. Not even the walls. It's solid, permanent, different from the rest of the house. Of course, they were always watching me. I never stayed long. I'm not stupid.
I have to stop the Hiss from finding this place. I'm the only one who can. Tja, das ist Selbstüberschätzung scheinbar, aber hey, wer sind die anderen und was ist hier eigentlich los? Aber ich find's mal interessant, dass es tatsächlich scheinbar so ist, dass hier sich nichts ändert. Im Gegensatz zum ältesten Haus, wo sich ständig alles ändert. Ist hier alles immer so, wie es sonst auch ist. Okay, da ist mega viel Sand. Kommen wir da irgendwie ran? Ne, da ist auf jeden Fall eine Höhle, aber ich glaube, da kommen wir noch nicht ran. So, die Frage ist eher... Oh, Jesus. Tja. Scheinbar hat das Zissen es trotzdem hier runtergesafft. Der macht gleich wieder zu, oder? Ne, diesmal nicht. Interessant. Mutierendes Bruchstück. Ah, okay. Und das ist die andere Seite von dem zugeschütteten Tunnel, nehme ich mal an. Aber wer sind Sie? Ich habe ein bisschen Angst. Ist es der Rat vielleicht, der sich hier im Fundament aufhält? Das wäre zumindest eine Erklärung. Von wo der spricht. Da haben wir jetzt auch noch einen Pfeil. Das ist eine Sackgasse, die schauen wir uns an. Alter, was ist das denn? Voll gemein. Wir sind gerade einfach nur runtergeschwebt, als ich versucht habe, da hochzufliegen. Hä? Ist das eine optische Täuschung? Da kommen wir gar nicht ran. Wir sehen es ja schon. Das ist viel zu hoch. Aber vielleicht können wir... Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Wenn wir das in die Wand reinrammen können. Nein, ich will lieber diese Zapfen da haben. Dann können wir uns quasi einen Tritt oder sowas bauen. Mann, ich will so ein Dingens hier abbrechen. Warum geht denn das nicht? Ah, hier. Okay, mal schauen, ob das funktioniert. Nee. Ich weiß nicht, wie man darüber schweben soll. Vielleicht kriegen wir aber dafür auch noch irgendwas. Ne, immer wenn ich Flucht einsetze, habe ich das Gefühl, ich werde nach unten gezogen. Ich mache das jetzt noch ein letztes Mal, sonst drehe ich gleich durch. Nee, das ist, glaube ich, so ein bisschen optisch. Wie wir da hinkommen, weiß ich nicht. Wir gehen auf jeden Fall erstmal weiter. Vielleicht fällt euch eher was ein. Mir fällt erstmal ein, hier weiter zu gehen. So, oh, da sehen wir noch mehr Zischzeug. Das ist hell. Nee, kann ich... Ja, genau. Mwahaha. Katsching. Okay. Sollen wir mal den Kontrollpunkt? Dürfte an sich... Oh. Da war das Zischen. Es ist jetzt weg. Da ist eine geschlossene Tür. Und hier gibt es erstmal nichts weiter zu öffnen. Da ist noch eine Brücke. Kommen wir vielleicht auch noch hoch. Ne, das ist das Gleiche. Ich habe noch absolut keine Ahnung, was uns hier erwartet oder was wir hier machen sollen eigentlich.
kommen wir wahrscheinlich nicht hoch. Nee. Jeder hätte sich da jetzt festhalten können und abstoßen, aber das kann sie nicht. Okay. Schwebt der Stein? Irgendwie schon. Wir müssen aufpassen, hier gibt es einen Sprengsatz. Sozusagen. Und eine Hängebrücke. Ist ein großes Areal, aber wirkt alles sehr, sehr leer. Alter! Die werfen ja. Hier noch was? Oder jemanden? Hä? Wo denn? Beschleuniger. Okay. Eine neue Art von Gegnern. Beschleunigter Agent. Feldforschung über Zischer, Wesen, beschleunigter Agent, vertraulich. Zusammenfassung. Beschleunigte Agenten haben die parautiliarische Fähigkeit, kurze Distanzen schnell zu überwinden. Diese Fähigkeit ist insofern einzigartig, dass sie mit keinem bekannten Objekt der Macht in Verbindung steht. Wir sollten die Möglichkeit, dass diese Fähigkeit die Variation eines Objekts ist, nicht völlig außer Betracht lassen. Der plötzliche Standortwechsel, PSW, könnte zum Beispiel potenziell eine Abwandlung der Wirkungsweise der Jukebox sein. Andere Erklärungen für die Fähigkeit beschleunigter Agenten umfasst momentan a. vorübergehende Zeitmanipulation, b. kurzzeitig erhöhte Geschwindigkeit und c. Behinderung der Sicht von Augenzeugen. Wenn wir annehmen, dass die Fähigkeit der beschleunigten Agenten nicht mit einem bekannten Objekt der Macht in Verbindung steht, dann legen die Zischer entweder einzigartige paranatürliche Fähigkeiten an den Tag oder es gibt Objekte im Haus, von denen wir nichts wissen. Wie dem auch sei, die Zischer entwickeln weiterhin neue Korruptionsstämme und das ist Anlass zur Sorge. Vollständiger Bericht in Akte sowieso. Okay, wissen wir Bescheid. Haben wir ein neues Problemchen? Aber das kriegen wir auch hin. Ich schätze mal, das wird auch nicht allzu schwer sein. Ob da jetzt ein paar Zischer mit Zeug werfen oder nicht. Aber ich... Ah, nee, Moment. Ich habe ja den Impuls dabei. Vielleicht reicht ja der Impuls für die... Um die auszuschalten. Mal schauen. Ich schaue nochmal, ob es hier jetzt irgendwelche Berichte gibt. Mit dergleichen scheinbar nicht. Und ich frage mich, ob wir da hier hochkommen. Weil so hoch können wir nicht fliegen, aber bestimmt kommen wir da noch zu diesen Höhlen hin. Auch wir haben eine maximale Flughöhe, die wir nicht überschreiten können. Wir müssen nur bei den beschleunigten Typen nur aufpassen, dass wir da nicht selber reinlaufen. Beziehungsweise die nicht zu nah an uns rankommen. Vorsichtig vor gefährlichen... gefährlich giftigen Geysiren. Danke für den Hinweis. So, wo können wir hin? Ja, okay. In diese Höhle geht es nirgendwo hin, deswegen gehen wir da zuerst hin. Macht man ja immer so. Ja, so viel dazu. Scheinbar will nicht das System, dass wir da reingehen. Okay. Wir nehmen trotzdem einfach mal den Weg hier oben rüber. Okay, da ist eine Höhle. Da gehen wir noch hin. Ich hoffe, dass ich hier auch alles finde. Ah, nee, das ist wieder dasselbe Problem wie vorhin. Da kommen wir nicht hin. Noch nicht. Da gibt es sicherlich irgendeinen Trick, den ich noch nicht kenne. Das ist schon die zweite Sache, wo wir nicht hinkommen. Aber nicht so schlimm.
Ich weiß halt immer noch nicht, was das Problem hier ist. Außer, dass Zischer hier sind. So, hier gibt es aber einen Bericht. Vorfall im Fundament. Vielleicht sagt uns das ein bisschen mehr. An H. Wilder von M. Talbot. Betreff Problem mit Dienstleister. Mr. Wilder, ich habe schlechte Neuigkeiten. Erinnern Sie sich an diesen Roboter Ricardo? Nee, entschuldigen, nicht Roboter. Erinnern Sie sich an diesen Robert Ricardo, der als spezieller Berater die unteren Höhlen kartografieren sollte? Heute hat er eine Kammer gefunden. Die Wände sind vollständig mit komischen Augen bedeckt und in der Mitte steht eine seltsame schwarze Säule. Sieht der Säule am Knotenpunkt ähnlich, ist aber kleiner. Ein Behördenmitglied folgte ihm, doch was immer in dieser Kammer geschah, hat ihn schwer mitgenommen. Die Ärzte sehen ihn sich gerade an, doch die Erkundungstage von Mr. Abenteuer sind ziemlich sicher vorbei. Wir haben zwar sichergestellt, dass der Gute nichts zu viel Außergewöhnliches mitbekommt, ihn zu betäuben und durch das obere Stockwerk zu tragen, war übrigens ein großer Spaß, aber wir sollten unsere Richtlinien zum Umgang mit externen Dienstleistern wirklich überdenken. Es wäre ehrlich gesagt besser, eine Sonderabteilung im Abseilen und in Orientierungsmärschen auszubilden, als noch mehr Menschen von außen mit der Scheiße zu konfrontieren, mit der wir es hier zu tun haben. Die meisten von ihnen sterben oder drehen durch, Marcus. Ja, Marcus hat recht. Ich könnte ja nicht irgendjemanden hinschleppen und sagen, ach ja, schauen Sie doch mal, ist ja ganz harmlos hier. Aha. Und noch ein Ding, wo wir nicht hin können. Mann, das ist hier dreckig. Ich würde so gerne die Linse der Kamera hier sauber machen. The astral plane is cutting into our dimension. What if this happens in the upper floors? It'll destroy the bureau. Research Site Delta. Was ist das denn? Das ist ein Gegner, okay. Wir können den analysieren. Oh, wir sind gut. Haha. Astralkopie? Von was? Von Agenten oder von uns? Emily Pop, an uns. Vertraulich. Astralkopien. Zusammenfassung. Da die Astralebene jetzt zugänglich ist, konnten wir eine Menge neuer Informationen über die Wesen namens Astralkopien sammeln. Die Körper der Kopien bestehen aus einem dicht steinähnlichen Material. Es ist unter kontrollierten Bedingungen widerstandsfähig, aber wird aber unter beträchtlicher Krafteinwirkung mürbe. Ausführliches Materialanalyse im Bericht sowieso. Ob die Astralkopien ein eigenes Bewusstsein besitzen oder von einer höheren Intelligenz wie dem Rat kontrolliert werden, ist unklar. Die allgemeine Aggression scheint jedoch auf ein gemeinsames Ziel hinzudeuten. Da Director Faden auf diese Wesen trifft, wenn sie Objekte der Macht in der Astralebene an sich bindet, kann man darauf schließen, dass sie für potenzielle Para-Utiliarier als lebende Überziele dienen. Einige setzen Waffen der Behörde ein, obwohl es sehr unwahrscheinlich ist, dass sie von unserem Personal ausgerüstet wurden. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass sie gegen die Korruption durch das Zischen immun zu sein scheinen. Ah, interessant. Der vollständige Bericht findet sich in Akte sowieso. Sind das einfach nur Wächter hier? Schleudereffizienz? Das können wir sogar im Untersuchungssektor das Zeug hier betreiben. Da kommen wir nicht hoch. Wie sieht es auf der Karte aus? Höhlenriss. Da kommen wir auch gar. Da könnten wir hin, aber da kommen wir nicht hoch. Zumindest nicht von hier. Ist wahrscheinlich auch noch nicht gedacht. Vielleicht kriegen wir noch eine Fähigkeit, wo wir höher fliegen können. Das wäre cool. Aber wie gesagt, ist erstmal nicht angedacht. I wish I'd brought Emily with me. I could really use my head of research right about now. Wieso? Einfach nur, damit sie was dazu sagt, Crossroads. Ist aber alles ausgefeilt. Ausgefeilt. Marshall? Marshall! You're alive!
Scheint nur eine Kopie zu sein. Wait, it's Jesse, the director. Hallo, Marshall? Dass sie das noch sagen muss, ne? Ich bin's, Jesse, Direktorin. Wow. Knotenpunkt. This place is huge. Marshall? Can you hear me? She was on the hotline, so that person couldn't have been Marshall, right? One problem at a time. Let's see what's going on with that pillar first. Untersuche den Nagel. Ich nehme mal an, es handelt sich dabei wahrscheinlich um eine Kopie von Marshall, so eine Astralkopie. Aber das, dem Nagel und allem anderen hier, werden wir beim nächsten Mal auf den Grund gehen. Ich werde das jetzt hier speichern. Und dann freue ich mich, wenn ich beim nächsten Mal hier wieder bin. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei, wenn wir wieder das Fundament unsicher machen. Wir haben einen Knotenpunkt. Das ist fast schon einer der größten Bereiche hier. Jo. Ja, mal schauen, wo das uns alles hinführt. Danke fürs Einschalten und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Naja, eher hören. ja, beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Control, mit mir dem J-Mo und Jesse Faden. Bis dahin, cheerio!